Schön, dass ihr wieder dabei seid bei meinem 22. Schwangerschaftswochen-Update. Jetzt habe ich's. Mein letztes Update ging ja von der 20. bis zur 21. Schwangerschaftswoche. Das waren ja wieder 2 Wochen und das war wirklich ein Update, was gute 20 Minuten gegangen ist. Ihr könnt euch das ja mal anschauen. Und deswegen wird dieses Update hier wirklich ein sehr kurzes und kleines Update, weil so viel ist jetzt in der Woche einfach nicht passiert. Ich möchte euch in dem Schwangerschaftsupdate eigentlich mehr so von meinen kleinen Wehwehchen erzählen, die ich momentan habe. Genau, also ich muss sagen, dass die Schwangerschaft wirklich 1:1 wie bei Finn ist. Also ich wiederhole mich, aber von der Hyperemesis bis zu wie bei Finn, also 1:1. Das Einzige, was ich bei Finn wirklich gar nicht hatte, waren Brustschmerzen und das habe ich jetzt ganz schön dolle. Also meine Brüste sind sehr empfindlich, sehr, sehr empfindlich. Die Nippel, die werden jetzt auch wieder öfters und längere Zeit steif. Also das kennt ihr ja wahrscheinlich alle. So war es bei Finn auch. Ab der 21. Woche läufst du einfach mal mit steifen Nippeln durch die Gegend, wo du dir auch denkst, so, das ist so richtig unangenehm und ja, sieht jetzt auch nicht so toll aus, ne? Aber man kann es auch einfach gar nicht ändern. Klar, ihr könnt euch vielleicht Stilleinlagen reinlegen, aber dann sieht man die vielleicht so durchdrücken und ich weiß jetzt dann nicht, was da besser ist. Dann haben mich viele gefragt, wie das mit Milcheinschuss bei mir ist. Und da muss ich euch sagen, bei mir hat die Milch ja nie aufgehört. Also ich konnte immer noch auf die Brust draufdrücken, ich kann auch jetzt draufdrücken und es kommt immer noch ein bisschen Milch. Ich habe Finn ja 9 Monate gestillt, 8 oder 9 Monate genau, und die war eigentlich nie richtig weg. Also ist jetzt nicht so, dass ich pralle Brüste habe und dass die schmerzen und dass, wenn ein Kind in meiner Gegenwart schreit, dass es hier voll anfängt durchzutropfen, gar nicht. Das hatte ich auch bei Finn nicht, also wo ich ihn voll gestillt habe schon, aber in der Schwangerschaft mit Finn. Ich hatte zwar Vormilch, aber die ist jetzt nie, ich bin jetzt nie am Morgen aufgewacht und ich hatte hier so richtig nasse Flecken. Hatte ich nie. Also in der Schwangerschaft nicht. Und auch jetzt habe ich das nicht. Deswegen kann ich euch nicht sagen, ob jetzt wann bei mir jetzt die Milch einschießt, weil wie gesagt, bei mir war die nie richtig weg. Ich hoffe natürlich, dass das Stillen genauso gut klappt wie bei Finn. Also ich habe Finn ja voll gestillt und ich hatte ja, oh Gott, ich glaube, ich hätte noch 4 andere Kinder stillen können, so viel Milch hatte ich. Also wirklich. Aber die Brüste tun schon gut weh, also die Nippel sind gut empfindlich. Vielleicht ist das jetzt so ein Zeichen, dass es momentan mehr produziert, ich habe keine Ahnung. Dann habe ich mir neue BHs gekauft und zwar ohne Bügel, weil das fand ich sehr unangenehm in letzter Zeit. Also diese Bügel da unten, die jetzt hier hinten und da unten normalerweise sind, die haben total abgedrückt und auch immer beim Autofahren war es mir total schlecht und es gab dann echt schon öfter Situationen, wo ich den einfach aufgemacht habe, den BH, weil der mir so, oh, der war so unangenehm. Und ja, ich habe auch jetzt ein Körbchen schon wieder größer. Findet man nicht so toll, wenn man eh schon große Brüste hat, weil es ist wirklich, geht in den Rücken und ist unangenehm. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt 2 neue BHs kaufen müssen. Ich habe mir keine Still-BHs gekauft, weil ich die Still-BHs bei Finn überhaupt nicht genutzt habe. Mal ganz lustig jetzt gesagt, ich habe es ich habe einfach die Brust rausgenommen, oben drüber oder unten drunter. Klar kann man sich einen Still-BH kaufen, aber man muss es nicht. Und ich weiß nicht, der Kleine kommt ja jetzt so, ja, also ich schätze jetzt einfach mal, dass er Mai kommt, Anfang Mai, auch wenn ich jetzt vortendiert wurde, das habe ich in meinem letzten Update erzählt. Ach Mensch, wieso stellst du mich die ganze Zeit unscharf und den stellst du immer scharf? So. Ich habe das ja in meinem letzten Update erzählt, dass ich vortendiert wurde. Ich glaube aber trotzdem, dass es ein Maikind bleiben wird. Oder bleibt oder ist. Also ich denke trotzdem, dass er später kommt. Und aber lassen wir uns mal überraschen. Und ich weiß nicht, wie das dann im Sommer ist mit dem Stillen. Das hatte ich ja so noch nicht. Also Finn habe ich abgestillt, der war dann Hochsommer. Vielleicht hole ich mir doch noch 1, 2 Still-BHs, weiß ich nicht. Aber ich finde diese Still-Tops von H&M ziemlich cool. Da kannst du ohne BH rein. Ja, ich meine, du hast jetzt da nicht so einen tollen Busen dann, der dann so voll, ne, gut steht. Aber ist ja auch eigentlich egal. Es geht ja dann eigentlich mehr um das Kind und um die Ernährung, um das Stillen und nicht um schöne Brüste haben. So. Jetzt haben wir mal das Thema Brust abgeschlossen. Dann so Beschwerden mit, ja, ich habe schon total den Druck nach unten, also so, oh Gott, ich spreche es bestimmt wieder falsch aus. Ich blende es euch jetzt einfach mal ein. Schmerzen? Sümpfchen? Ich habe keine Ahnung.
Normalerweise hat man die Schmerzen erst viel, viel, viel später, hat meine Frauenärztin gesagt. Aber es kann sein, dass ich so ein bisschen vorgestraft wurde, dass sie einfach schon total geschwächt ist bei mir und dass sie deswegen jetzt schon anfängt zu schmerzen. Das ist ein bisschen unangenehm. Und deswegen freue ich mich umso mehr auf unser neues Boxspringbett, weil ich habe so das Gefühl, dass es einfach so an meiner Matratze momentan liegt, dass ich einfach ein bisschen so Schmerzen habe. Ja, sonst geht's mir ganz gut. Also das Bäuchchen ist schon schön groß, aber es ist nicht zu groß. Das heißt, es stört einfach noch nicht. Ich kann noch super Schuhe binden. Ich kann mich noch einigermaßen gut rasieren. Und ich kann auch noch super mich um Finn kümmern und mich bücken und keine Ahnung was. Also es stört einfach noch nicht so arg. Und das ist einfach die schönste Zeit, die ihr so momentan habt. Und das steht auch in jedem Ratgeber, in jedem Buch, auf jeder App steht einfach, dass es jetzt die schönste Zeit ist, weil bei den meisten einfach keine Übelkeit mehr da ist, der Bauch ist nicht so groß, du bist aber trotzdem schwanger und man sieht es dir an, dass du schwanger bist und ja, du hast einfach noch keine Wehwehchen, zumindest nicht so dolle, die kommen dann alle erst wieder so im 8. Monat, genau. Und sonst geht's mir super. Also ich habe ja gar keine Übelkeit mehr. Ich habe jetzt auch keine Fressattacken oder so. Allerdings habe ich schon gut zugenommen. Also ich habe nicht so viel zugenommen wie bei Finn. Bei Finn hatte ich damals im 6. Monat schon, ich glaube, plus 8 oder 9 Kilo. Ich bin jetzt gerade bei plus 4 Kilo. Also ich bin mit 88 eingestiegen in die Schwangerschaft und habe jetzt 92 erreicht. Also gute 4 Kilo habe ich jetzt zugenommen, das geht noch, das ist noch in Ordnung. Auch mein Gesicht hat noch eine gute Form. Ich sage das mit Absicht, weil achtet auf meine Gesichtsform, die nächsten Updates. Mein Gesicht wird immer runder und größer. Ich hoffe so sehr, dass ich kein Wasser bekomme wie bei Finn. Mein Gott, sah ich da aus. Ja, und sonst geht es mir wirklich gut. Ich habe keine Beschwerden, ich habe keine Pickel bekommen. Mir geht's gut. Ja, das ist wirklich toll momentan. Also ja, macht alles Spaß. Man muss keine Angst haben, dass irgendwas passiert. Also ich musste ja so viel Bettruhe einhalten und wegen meinem Hämatom. Und ich habe ja keine Schmierblutung mehr. Und das ist einfach alles total super momentan. Und ja, und ich kann jetzt Weihnachten genießen und Silvester genießen. Und ja, das ist echt, ja, also momentan ist es schön, schwanger zu sein. Sehr schön. Was eng? Genau. Tada, ich bin gekniet. Ich hoffe, das täuscht jetzt nicht. Also schon eine gute Kugel, muss ich sagen. Das ist im Übrigen ein ganz normaler Pullover. Kein Umstandsmodenpullover. Aber ich habe eine Umstandshose an von H&M. Die ist im Sale. 15 Euro. Ja. Das ist er. Der kleine junge Mann, der macht sich schön dick und schön breit. So sieht er von vorne aus. Seite, packen wir wieder ein. Schön rund ist er schon, finde ich. Also, ja. Mein Bauchi. Genau. Dann war es das jetzt auch schon, weil ich möchte das Update gar nicht so lang halten. Ich drehe jetzt im Anschluss einen großen XXL Baby Haul. Das heißt, wenn ihr euch interessiert, dann vielleicht ist er auch schon online. Müsst ihr mal gucken auf meinen Kanal. Irgendwo. Genau, und dann war es das jetzt. Und ich wünsche euch ein wunderschönes Weihnachtsfest. Ich wünsche euch wunderschöne Feiertage. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, falls wir uns nicht mehr sehen. Ich wünsche euch, dass all eure Wünsche in Erfüllung gehen im nächsten Jahr. Ich persönlich bin froh, dass das Jahr 2015 zu Ende ist. Für mich war das überhaupt kein schönes Jahr, abgesehen von meiner Hochzeit, von meiner Traumhochzeit im Mai, war das Jahr durchgehend so. Und wir hoffen natürlich, dass das Jahr 2016 umso schöner wird, dass kein geliebter Mensch von uns gehen muss, dass viele geliebte Menschen zu uns kommen und ja, das war's. Emotional, oh Gott. Wobei ich das noch ansprechen muss. Ich bin sehr emotional. Ich könnte nur heulen.
Stefan Raabs Abschied war mit Abstand das schlimmste Ereignis letzte Woche. Ich habe nur geheult. Ich habe nur geheult. Okay, das war's. Ich ja, wünsche euch alles Gute und wir sehen uns bei meinem nächsten Update. Tschüss.